So, hallo, wir sind zurück nach der Werbeunterbrechung. Der Teig war jetzt eine starke Stunde im Kühlschrank. Er sollte mindestens eine halbe Stunde im Kühlschrank bleiben. Und ja, eine Stunde ist vielleicht sogar ein Tick besser vom Geschmack her. Aber wenn man sozusagen schneller fertig werden muss, dann eine halbe Stunde ist auch völlig okay. Dann decke ich hier mal ab den Teig. Dann brauchen wir noch zwei Backbleche. Das ist eines davon. Backblech mit brechendem Backpapier. So. Und dann können wir die sozusagen schon befüllen, die Backbleche. Die Hände so ein bisschen nass machen. Das macht es dann einfacher, das Rollen. Ja, ich habe jetzt nasse Hände und habe hier auch noch mal eine Schüssel, falls ich noch mal ein bisschen mehr brauche. Aber ich habe es eigentlich bisher auch immer ohne Schüssel mit Wasser gemacht. Das erste Mal, dass ich da jetzt dran denke. Dann mit einfach mit einem Esslöffel entsprechende Menge sozusagen auf die Hand geben und rollen. Ich würde sagen, maximal so Tischtennisball groß, das ist vielleicht so in die Richtung. Genau, kann auch ein Tick kleiner sein, je nachdem, wie man es dann nachher gerne hat, nach Erfahrung. Und mal schauen, wie viel wir rauskriegen. Können so um die 15 bis 20 dann werden. Ich hatte den Teig jetzt auch noch eine Viertelstunde draußen, aber hatte jetzt eigentlich auch keine besonderen Gründe. Ich hatte nämlich vergessen, den Backofen vorzuheizen. Und genau, auf 180 Grad. Das geht bei mir so einer knappen Viertelstunde. So, jetzt wird es langsam ein bisschen schwieriger zu formen. Wieder ein bisschen Wasser nach. So. Ja. Wie gesagt, ein bisschen kleiner wäre mir fast sympathischer. So. Und zwei Backbleche und kann man dann beide gleichzeitig reintun. Man kann aber auch ruhig die hintereinander, weil man muss die nur 12 Minuten backen. Und dann kann man auch ein bisschen experimentieren mit der Backzeit zum Beispiel. Man kann zum Beispiel einmal 12 und einmal 14 Minuten oder so probieren am Anfang und dann einfach mal schauen, wie es rauskommt. Wäre vielleicht sogar mein Tipp mal am Anfang. Also 12 Minuten ist ziemlich gute Zeit für Umluft. Für einen typischen Umluftbackofen würde ich mal denken. So. So, ich habe jetzt beim ersten Blech 9 rausbekommen und
hier beim zweiten nochmal plus 8, also 17 Cookies. Also wenn man die ein bisschen kleiner formt, kann man auch über 20 kommen. Das muss man dann irgendwann mal selber ein bisschen entscheiden. Okay, also soweit erstmal fertig mit dem Bällchenformen. Jetzt können wir es schon direkt in den Backofen ballern, nachdem ich die Hände mir noch ein bisschen sauber gemacht habe. So, wie gesagt, 12 Minuten würde ich empfehlen und ja, man kann ja dann mal so ein bisschen experimentieren mit dem eigenen Backofen. So, dann machen wir mal auf 12 Minuten und ab geht's. Sehr schön. Countdown läuft und die 12 Minuten. Und ich habe es jetzt hier mal im Backofen, so oberes Drittel, unteres Drittel, sieht man jetzt leider hier nicht wirklich, und auf 180 vorheizen. Und dann, ja, würde ich sagen, wirklich nach 12 Minuten rausnehmen. Die wirken dann noch ein bisschen weich, aber sich davon nicht beirren lassen.